Ja, ich wollte noch mal kurz sagen, die Nuklearmedaille ist da nicht aufgeblinkt, weil das der letzte Kill war und da war das Spiel schon zu Ende. Und ja, das wollte ich eigentlich nur noch sagen. Ihr könnt gerne die Kills nachzählen. Viel Spaß beim Video. Ja, moin Leute, ich bin SionicXBL. Ich präsentiere euch hier als Hintergrund eine Sniper-Nuklear, natürlich von mir selber erspielt. Und also die Gegner waren überlappen, ist aber so, aber eine Sniper-Nuklear zu erspielen ist auch echt schwer, finde ich. Ich glaube, so 10 Kills oder so waren mit Zweitwaffe, ging halt nicht anders in manchen Situationen, sonst hätte ich sie nicht geschafft. Ja, genau. Und ja, heute das Thema ist halt AMP, Clan und Zocken generell so. Also in letzter Zeit macht mir das Zocken irgendwie nicht mehr so viel Spaß. Ich weiß auch nicht, sowas wie Black Ops oder sowas spiele ich eigentlich, also spiele ich richtig viel, aber also ungewollt eigentlich eher, weil, warte, ich muss kurz das Headset hier tragen, so. Ich weiß nicht, ich finde das inzwischen nicht mehr so geil wie vorher. Und wenn, würde ich über Public würde ich nicht mehr spielen, also spiele ich auch nicht mehr. Wenn überhaupt noch Liga oder ich sniper halt, das ist halt wirklich so. Das habe ich jetzt, ich habe auch ein paar Feeds gemacht, die habe ich aber noch nicht aufgenommen, das ist halt scheiße. Aber ich snipe eigentlich hauptsächlich nur noch und andere CODs, COD4 oder so, das spiele ich eigentlich mehr. Oder halt sowas wie Ghosts. Ghost ist eigentlich ein richtig geiles Spiel, ich spiele das gerne. Ja, also ein Ghost wird auf jeden Fall kommen. So Gameplays. Ja, was ich noch sagen wollte, mit AMP, also ich werde wahrscheinlich wieder rausgehen, weil mir das alles irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist eine komische Angelegenheit, also, naja, kann ich dir jetzt hier nicht einfach so erzählen. Also ich liebe auf jeden Fall und vielleicht mache ich dann mit einem Kumpel und noch einem Kumpel so eine Art Competitive Team auf, aber nicht nur Competitive, sondern auch Public, aber halt nur die übelst gute Spieler, also richtige Biester wollen wir da haben. Und wenn überhaupt nur 10 Leute, also maximal Clan-Griff wäre 10 Leute, mehr nicht, und die Public und Liga gut sind. Sie müssen Liga jetzt nicht der Überschwitzer sein, aber die meisten Leute, die in Liga gut sind, sind auch im Public gut, weil die einfach das Über-Aiming haben und so. Ja, genau. Also, ja, was soll ich dazu noch sagen? Mehr gibt es dazu jetzt noch nicht zu sagen. Na, okay, doch, wir nennen uns Unique, also unser Clan soll Unique heißen. Unique heißt einzigartig und das finde ich eigentlich, ist ein geiler Name für einen Clan. Und ja, was mit AMP Germany jetzt passiert, weiß ich nicht, war gar nicht mit AMP. sorry. Auf jeden Fall, damit bin ich jetzt eigentlich fertig. Was war noch? Ja, genau, das zockt mir nicht, wenn es so viel Spaß macht, habe ich auch schon gesagt. Also, Black Ops 2 meine ich sowas, was halt alle spielen, weil jeder kann in dem Spiel was, ist einfach so. Und für den Clan, genau, da gab es noch eine Sache. Erstens, wenn ein neuer Typ reinkommt, dann sollte jeder einzelne Member sollte ihm, also sollte ihm gefallen, weißt du? Und also sollte ihn sympathisch finden, der müsste gute Gameplays spielen, der darf nicht eingebildet oder so sein, obwohl er, wenn er schlecht ist oder wenn er gut ist, darf er auch nicht eingebildet sein, weil mit solchen Leuten will ich nicht zocken. Und ja. Ach genau, und hier, das geht natürlich an Akira. Er hat gesagt, ich soll ihn grüßen. Jetzt grüße ich dich, Digga. Und hier, dazu rufe ich jetzt auch auf und natürlich auch Akira, weil es gibt viele Leute auf Xbox, die eigentlich richtig korrekt sind, so, die sind auch erwachsene Leute, also im Sinne von geistig, sie können, also mit denen kann man normal reden, ohne dass sie, mit denen kann man über jeden Scheiß reden, weil man sie halt schon ein bisschen länger kennt über Xbox und weil sie einfach reifer im Kopf sind und das finde ich gut und solche Leute will ich auch halt auch im Clan haben und dazu rufe ich jetzt auf. Dennis, call me Rukayo. Den kenne ich schon, den habe ich, kenne ich seit ich meine Xbox habe. Und dann Akira und Nochi, Duki und ja, habe ich noch jemanden vergessen? Ich weiß es gerade nicht genau. Also die rufe ich auf jeden Fall jetzt auf, wenn ihr auf sowas Bock habt, auf Public und Liga gleichzeitig ein geiles Team mit noch ein paar anderen Überbiestern. Wir suchen halt so die überkrassen Spieler. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht umbenennen, sondern wir werden es wahrscheinlich in Clan-Tag schreiben. Also großes U, N,
QX Unix, weil ich finde das irgendwie unnötig, sich umzubenennen. Weil Clan-Tech-Spieler sind meistens die Clans, die überhaupt keine Ahnung haben, die richtig schlecht sind, aber ich finde es gar nicht so schlimm, weil muss man sich nicht immer umbenennen und ja. Auf jeden Fall, das Commentary ist ja gleich zu Ende. Und ja, wenn euch das Gameplay im Hintergrund gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare schreibt. Das wäre auf jeden Fall richtig korrekt. Liken, kommentieren. Wie gesagt, ey, ich rede immer viel zu viel. Egal. Ja, auf jeden Fall dann, wenn ich dann bald die 100.000 Abonnenten erreicht habe, dann werde ich auf jeden Fall ein Real-Life-Special wahrscheinlich machen, ja. Auf jeden Fall mit einer besseren Kameraqualität als bei der Controller-Vorstellung da. Ja, das wollte ich nur noch gesagt haben. Dann würde ich mal sagen, haut rein. Zum zweiten Mal. Bei jedem meiner Commentaries bewerten und kommentieren nicht vergessen. Peace.